So. Ich hoffe, der bleibt jetzt lang genug auf Klo. Da kommt der nächste Ausgang. Da will ich aber nicht. Ich will noch und einen. Los geht's. Bei der Wassermenge bestimmt bis nächstes Jahrhundert. Ja, das ist gut. Dann habe ich ja ein bisschen Zeit. Da kommt der nächste Ausgang. Ich muss ja durch das halbe Gebäude wieder dahin. Wird ja gleich alles leichter. Noch ein hoch. Dann muss ich mir den noch bestimmt auf Toilette irgendwo holen. Blase. Ich will Blase angucken. Das Klo ist besetzt. Psst, da sind die Schlüssel. Die schauen verführerisch unter der Klowand hervor. Wie wär's mitnehmen? Hey, lass das. Mist, der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Schnipp, schnapp. Vielleicht kann ich die Schlaufe am Gürtel mit der Zickzackschere. Hey, Finger weg! Uiuiuiui! Vielleicht kann ich mit dem Messer den Gürtel irgendwie... Hey, Finger weg! Uiuiuiui! Was sagt Harvey denn dazu? Sieh nur, Harvey! Der Generalschlüssel! Yippie! Zum Greifen nahe! Aber er hängt noch an dem Gürtel fest! Yippie! Ein Gürtel! Nein, du verstehst mich nicht! Der Gürtel hängt noch an der Hose. Boah, Generalschlüssel, Gürtel und Hose. Wir machen heute richtig fette Beute. Aber die Hose hat Blase doch noch halb an. Blase halb an? Es wird immer besser. Hörst du mir überhaupt zu? Zu? Oh, wundervolles Zu. Wie macht man das? Erstmal was essen. Lecker! Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Handtuchspender. Wie unfair! Es verschwindet wieder in der Wand. Seife? Vielleicht kann ich mit dem kaputten Stuhlbein ja irgendwie... Hey, Finger weg! Uiuiuiui! Auch nicht. Wie mache ich denn das jetzt? Ja, warte. Ja.
Ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Naja, kommt die Detektlogik. Vielleicht, wenn ich die Nummer vom Gürtelhersteller errate, könnte ich mit einem gut gezielten Anruf... Ey, Finger weg! Uiuiuiui! Klotür. Kann ich mit der Klotür nicht irgendwas machen? Ich habe eine Idee. Wir warten, bis er rauskommt und dann... Wenn er jemals rauskommt. Da ist immer noch ein Fleck. Raus, verdammter Fleck. Raus, sage ich. Oh nein. Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Topf. Der ist sauber genug. Ich dachte, du kannst da Wasser reinfüllen. Was machen wir denn? Ich habe den Schlüssel jetzt im Greifen. Na, eins. Was ist denn da draußen los? Nichts! Schlaf ruhig weiter, kleiner Prinz. Okay, erstmal das. Was ist denn da draußen los? Nichts! Schlaf ruhig weiter, Schlaf ruhig weiter, kleiner Prinz. Okay. Was ist denn da draußen los? Schlaf ruhig weiter, kleiner Prinz. Was kann ich denn noch machen? Also Blase selber annehmen tut er ja nicht, ne? Hey, ist da jemand drin? Ja. Ja, verdammt. Bist du das Neue? Klar. Dauert's denn noch lang? Frag nicht. Ich hab's mir so lange verkniffen. In meiner Blase ist mehr Wasser gespeichert als der Jahresniederschlag am Amazonasbecken. Ah, stimmt. Jetzt bräuchte ich einen Abdruck. Hat er ja gesagt. Ah, Mann. Das heißt, ich brauche aber erst Ton. Das heißt, ich brauche den. Das könnte ja was werden. Ich brauche unbedingt... Das sieht gefährlich aus. Egal. Den Löffel. Ich sag mal weiter einen Löffel dazu. Da kommt der nächste Ausgang. Ja. Das heißt, ich muss zum Barmann. Thank you.
Nee, der war da, ne? Genau. So. Die Schrift habe ich mir schon gemacht. Was soll ich schreiben? Ja, das ist so die Frage. Wasser. Kann ich Wasser irgendwo gebrauchen? XXX. XXX. Okay. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen XXX, bitte. Steht nicht auf der Karte. Steht's ja wohl. Lass mich mal sehen. Tatsächlich. Was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich, ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Juhu. Kann ich noch was mitnehmen? Ne. Juhu. Das hat geholfen. Oh. Ja gut, also wir haben den Löffel. Den können wir jetzt wieder runter. Dadurch. Da kommt der nächste Ausgang. Kommt der nächste Ausgang. Der ist immer noch zu sauber, stimmt. Muss ich mal gucken. Achso, nee, da wollten wir ja gar nicht. Wir müssen ja noch einen weiter. Und los geht's. Kann man den wirklich bespritzen? Aha. Ich habe ihn genug geärgert. Da kommt der nächste Ausgang. Wie, darf ich nur einmal? Okay, dann darf ich nur einmal. Hätte ich doch Ketchup nehmen sollen. Rot steht ihm besser. So, wenn ich dir jetzt die Schaufel gebe hier unten, ne? Hallo? Bist du noch da unten? Hola! Was gibt es? Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Okay. Kann man die auch nehmen? Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Ich würde jetzt aber Hallo. Gerne ein bisschen was. Bist du noch da unten? Hallo? Ich glaube, er ist zu sehr mit Graben beschäftigt. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Lieber nicht. Okay. Nachher komme ich nicht wieder raus. Und ich war lange genug eingelocht. Aber ich dachte, ich krieg da jetzt vielleicht Leben von dem. Erinnert dich dieses Loch an etwas, Harvey? Ja, es hat in etwa die Form deines Gedächtnisses. Lochförmig halt. Okay.
Anscheinend noch nicht. Vielleicht jetzt? Ach, ein Erdhaufen. Siehst du? Da liegt ein Häufchen Tonerde. Tonerde. Juhu. Bin jetzt gerade am Überlegen. Wir mussten Ton. Wir müssen noch mit Ton, müssen wir doch den Abdruck machen, oder nicht? Probieren wir es mal. Ich will diese ganzen Schlösser hier aufmachen. Es wird einfach Zeit dafür. Kann ich jetzt mit der Tonerde... Die Erde ist zu trocken, um darin einen Abdruck zu hinterlassen. Okay. Kann man die mit... Cool, jetzt habe ich Matsch. Jetzt habe ich Tonmasse. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow. Das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Okay, Schlüsselabdruck. Oh, jetzt geht's hier los, ne? Ui, Aldo hat jetzt einen Lauf. Nimmt viele Mühe da in Kauf. Er tut die Rätsel alle knacken bei den Irren und ihren Macken. Doch bald, ja, da ist er frei. Und wir sind alle live dabei. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich hoffe, dass der Lauf auch so ein bisschen anhält. Wird doch, glaube ich, noch mal ein bisschen interessanter, ja. Also komplizierter, sagen wir es so. Jetzt brauche ich nämlich doch auch Gold. Eigentlich müsste ich noch mal zu dem Schlüsseltypen vorziehen. Noch mal genau abschicken, was der jetzt alles haben wollte. Ah, genau, Schlüsselmeister. So, das heißt, ich muss hier wieder rauf. Also ich meine, ich weiß ja, wo ich das Gold herbekomme. Das sieht gefährlich aus. Egal. Kann ich dich noch mehr? Ich habe ihn genug geärgert. Schade. Da kommt der nächste Ausgang. Ich wollte aber eigentlich zum Schlüsselmeister, ne? Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Oh.
Wie? Herr Mantel? Da kommt der nächste Ausgang. Habe ich ihn nicht zu sehr geärgert? Okay. Ja gut, trotzdem erst dahin. Wieder einer weniger. Hallo. Hallo, Prinzessin. Hallo, Prinz Charming. Um nochmal auf deinen Plan zurückzukommen. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Okay, das hatten wir. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Den haben wir auch. Das ist leicht. Der Wächter, den Sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im dritten Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Okay, dann... Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Droggelbecher vorbeikommst. Okay. Ja, gut. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ja, ich Viel weiß, Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Nein. Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Das heißt, theoretisch brauche ich jetzt auch noch das Gold. Aber ich bin jetzt immer so alleine. Und los geht's! Beim Reisen. Wo ist der? Da kommt der nächste Ausgang. Hä? Warte. Herr Mantel? Er hört mich nicht. Das ist ja Herr Mantel. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Warum? Oh, ich werde hier noch irre. Das sieht gefährlich aus. Okay. Egal. Herr Mantel fährt jetzt Karussell. Da kommt der nächste Ausgang. Ich muss mich gerade zusammenreißen, dass ich mich nicht schrottlache, als ich das gerade gesehen habe. Kann man mit dem mal reden? Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Dann mal wieder. Dann mach bitte auch den Kartenkontrollbereich für andere frei. Ja, wenn ein Mantel dreckig ist.
Ja. So. Ich muss dem aber noch hier den Kleiderbügel besorgen. Nee, der hat doch einen. Warte. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Sprechen wir über was anderes. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Kann ich ihm den geben? Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Aber Kindchen, wenn du mir den gibst, kommst du doch selbst hier nicht mehr weg. Das ist richtig. Du musst erst einen besseren Bügel finden. Wir brauchen Bügel Nummer 1. Ach, das ist doch doof. Sag das dem Kontrolleur. Es ist sein System. Den hat Herr Mantel. Jetzt verstehe ich auch. Sehen. Den hat er ja nicht mit. Da kommt der nächste Ausgang. Und los geht's. Den hat er doch. Vandalismus zahlt sich immer aus. Ja, eigentlich schon, ja, anscheinend. Also, Kinderchen, da kommt der nächste Ausgang. Gut, dass das ab 18 ist. Vandalismus zahlt sich immer aus. Ach, der hängt hier. Ah. Nimm. Haha. Randale, ist doch jetzt eigentlich egal, welchen ich nehme, oder? Das sieht gefährlich aus. Egal. Wow. Okay, cool. Da kommt der nächste Ausgang. Vielleicht sind wir bald frei. Das heißt, du kriegst die Nummer 2. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Aber Kindchen, wenn du mir den gibst, kommst du doch selbst hier nicht mehr weg. Du musst erst einen besseren Bügel finden. Wir brauchen Bügel Nummer 1. Der kriegt die 1. Ach, das ist doch doof. Sag das dem Kontrolleur. Es ist sein System. Dann kriegst du die 1. Ist okay. Machen wir das. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ja. Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. Dann mal ab zur Schocktherapie. Jetzt wird's spannend. Die Schocktherapie war... Da kommt der nächste Ausgang. Da. Nee,
da noch nicht. Und los geht's. Das sei weiter. Schocktherapie, ja. Da kommt der nächste Ausgang. Wir können jetzt auch ein singen ein bisschen, Sado muss sein.